Viele Grüße aus Berlin-Moabit. Ich stehe hier gerade vor einer Gesamtschule, wo ich gerade einen Wertedialog hatte mit so inspirierender Gegenüberschaft von Schülerinnen und Schülern zu allen Querschnittsthemen, die uns gerade auch gegenwärtig gesellschaftlich beschäftigen. Und ich bin tief beeindruckt von der Wertschätzung und dem Respekt, aber auch von der Tiefe der Themen, die wir besprochen haben. Wir haben über den Israel-Palästina-Konflikt gesprochen, weil viele Schülerinnen und Schüler zugegen waren, die aus den Regionen kommen. Wir haben aber auch über Homophobie gesprochen. Wir haben über Religion als Wert gesprochen, aber genauso über Freiheit, Demokratie und Rassismus. Und was soll ich euch sagen? Jeder Wertedialog ist anders, keiner ist planbar. Und ich gehe immer raus mit einem riesen Paket an Inspiration. Und ich bin so dankbar dafür, mit so reflektierten jungen Menschen in Austausch gegangen zu sein. Und es ging auch kontrovers zur Sache, machen wir uns nichts vor. Also da wird man auch herausgefordert, auch gerade dann, wenn man verschiedene Positionen hat. Aber am Ende habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, die ich mir immer stelle nach so einem Wertedialog: Warum kriegen wir das nicht gesellschaftlich genauso hin wie diese Schülerschaft? Und da möchte ich gar nicht schlecht reden oder wegreden, dass es nicht auch Herausforderungen gibt, denen auch Schülern und Lehrerschaft ausgesetzt ist. Aber genau da setzt German Dream auch ein, in diesem Safe Space. Und ich möchte jedem Einzelnen danken, der auch bei uns Wertebotschafter ist, aber jeder, der auch die Geduld hat, gerade zu warten. Es dauert gerade ein bisschen mit dem Onboarding-Prozess, weil sich so viele von euch beworben haben. Aber wir melden uns bei allen und bitte bewirbt euch weiter. Ich finde, es kann im Moment nicht genug Wertedialoge geben an Deutschlands Schulen. Ich finde, das ist ein ganz konkreter Beitrag auch für diese Demokratie in unserem Land, für diese diverse Gesellschaft. Und ich danke euch.